Tag zusammen, ich bin der Stilianus, der Speaker von Hypercar Sharing. Ich bin heute in Leipzig, Porsche Experience Center, und ich habe dieses schöne Auto in Empfang nehmen dürfen und ich stelle euch gleich vor, von wem. Stell dich mal bitte selber vor, wie du bist. Ja, hallo von meiner Seite, Marian Pasic. Ich bin hier bei Porsche für alles, was so rennstreckenseitig stattfindet, sprich die ganzen Fahrveranstaltungen auf der Rennstrecke, und heute bin ich für die Fahrzeugübergabe. Ja, vielen, vielen Dank. Du hast mich auf die Rennstrecke schon mitgenommen. Ich muss schon sagen, hattest du jetzt richtig Gas gegeben eben, oder war das jetzt so für Medien in Anführungszeichen? Wir waren schon zügig unterwegs. Ich danke dir. Da oben ist immer Platz, aber das war super. Erzähl mal was über das Fahrzeug. Das interessiert unsere ganzen Zuschauer. Ja, was gibt es viel zu sagen? Ich meine, man sieht schon auf den ersten Blick, das spricht schon für sich, GT3. Neue Generation, wir haben hier ein sehr, sehr individuelles Fahrzeug mit extrem individuellen Ausstattungen, was Exclusive Parts betrifft. Ich würde euch da einfach mal ein, zwei Sachen zeigen. Ihr öffnet dazu mal die Fahrerseite und sehen da schon, dass das Fahrzeug einfach sehr Liebe zum Detail ausgestattet ist. Wir haben beispielsweise hier die lackierten Lufteinlassdüsen. Wir haben, wenn wir einmal dabei sind, hier oben die belederte Lenkradverkleidung, was auch immer ein schönes Gimmick ist mit den blauen Nähten. Die individuellen Fußmatten, auch hier das Stitching mit den blauen Nähten, Ledereinfassung, Hochflur. Also da sieht man, da ist schon sehr viel Liebe. Carbon kann ich sehen, ne? Ein bisschen genau, Carbon ist dabei. Carbon, Einstiegsleisten. Und schau mal die Gurte in Blau, das ist schon Gurte in Blau, auch hier oben passend mit der Lederverkleidung, mit den Nähten, und dazu natürlich auch super schön das Stitching mit dem Wildleder. Auch hier der lackierte Fahrzeugschlüssel passt natürlich super gut. Ja. Boah, krass. Und was ins Auge sticht, das Aurumfarben sieht man nicht so oft, was die Aurumfarbenen Dekor-Klebersets betrifft. Carbon-Dach. Ist echtes Carbon, das da? Echtes Carbon. Wir haben auch, das kann ich euch nochmal zeigen, hier vorne, dafür machen wir mal die Haube auf. Wenn wir gerade beim Thema echtes Carbon sind, kann man leider jetzt auf dem Video nicht sehen, wie leicht die Haube ist, aber auch hier schön Blick von unten, Vollcarbon das Ganze. Und auch da sieht man jetzt vielleicht, ich hoffe, man kann es auf dem Video sehen, wenn ich die Haube bewege, bin jetzt hier mit einem Finger dran. Das Schwerste an dem Ganzen wahrscheinlich die Dämpfer, die da drin sitzen. Ja. Marian, wie oft darfst du denn so ein Auto ausliefern, GT3? Ja, das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, seit wann das Auto auf dem Markt ist. Ne? In der Anfangszeit möglicherweise kommt es ein bisschen häufiger vor, obwohl man sagen muss, dass wir in Leipzig hauptsächlich für den deutschen Markt die Fahrzeuge ausliefern. Von daher kann man sich vorstellen, das hält sich dann doch in Grenzen. Sagen wir mal, so selten so individualisierte Fahrzeuge, was so exklusiv ist. Und du bist ja gerade eben ein Turbo S gefahren, der war verdammt schnell, aber ich hatte so das Gefühl, ich komme zumindest auf der Rennstrecke mit. Ja, also es hängt natürlich so ein bisschen stark von der Rennstrecke ab, wo wir sind, wenn man lange geraten hat. Logischerweise der Turbo S, wenn wir jetzt von dem ausgehen, der hat eine ganze Ecke mehr Leistung. Wie viel PS? Aber wir haben 650 im Turbo S von 110. Aber man muss einfach sagen, wenn es auf eine Strecke geht, wo es ein bisschen um Aerodynamik geht, wo es um das Thema Kurvenlage geht, ist natürlich hier das absolute Spitze. Wir haben jetzt hier beim neuen GT3 speziell, hat man die RSR-Vorderachse genommen, das ist von einem Rennauto. Und es ist unfassbar, wie direkt die Lenkung ist, wie stabil das Auto ist und auch nochmal einen ganzen Schritt zum Vorgang. Man denkt ja wirklich immer, es kann nicht nochmal einen Schritt kommen, aber erstaunlicherweise ist es doch möglich, gerade wenn man dann Technik aus dem Motorsport nimmt, wir haben hinten den frei gegen den Flügel vom GT3. Wir gehen mal kurz zum Flügel und sagen, das ist ja, glaube ich, so ein Highlight bei dem Auto. Genau. Auch das aus dem Motorsport übernommen, das Ganze, die Schwanenhals. Technik kann man eigentlich auch so sagen. Und wenn man hier schaut, das Auto ist jetzt auf einer Straßenstellung, der Flügel ist ganz flach. Und je nachdem, wo der Kunde sich befindet, haben wir hier die Möglichkeiten hier vorne, können wir den Flügel steiler stellen und haben damit auch mehr Angriffsdruck auf der Vorderachse. Zusätzlich nochmal, und das ist wirklich, wenn man das so sieht, das erste Mal, dass man das bei einem Straßenauto bei Porsche macht, solche Einstellungsmöglichkeiten. Schau mal, ich sehe gerade, das ist lackiert oder was ist das? Genau, für ja, genau. Und die sind, haben die irgendeine Funktion? Das sind Diffusor, ja. Die einfach die Luftzirkulation beeinflusst. Wir können mal, um das zu erklären, wenn ich mal hier nach vorne gehe. Nach vorne gehe ich etwas ein, aber ich hoffe, man kann es auch im Video sehen. Man hat hier noch die Möglichkeit,
hier unten auch diesen Flap zu verstellen. Ne? Der lässt sich auch nochmal über Schrauben lösen, so eine Performance-Stellung. Das bedeutet, wenn ich den reinschiebe, der ist jetzt draußen, wenn ich den reinschiebe, habe ich einen anderen Luft, einen anderen Airflow und der leitet die Luft anders. Dafür hinten der Diffusor. Und wenn ich den hochschiebe, habe ich auf der Hinterachse mehr Angriffsdruck, wenn ich zusätzlich noch den Flügel steil stelle. Ich sehe hier, hier ist so eine Carbonanlage montiert. Genau, hier haben wir die Keramikbremse. Früher war es immer ganz gut sichtbar an den gelb lackierten Bremssättel. Du hast jetzt auch gelb genommen, was natürlich super gut ins Gesamtkonzept reinpasst. Mittlerweile kann man die bei Porsche auch ja, lackieren lassen. Ich kann die auch schwarz nehmen oder halt in dem Fall das Klassische, wie es schon immer bei Porsche war, in gelb. Daher gut sichtbar, gelbe Bremse, Keramikbremse, natürlich auch eine absolute Top-Sache für die Entwicklung. Ja, das ist quasi ein Daily Driver, so muss man das sehen. Ist der geeignet? Kann man schon täglich fahren. Ja, die muss sagen, die meisten. Habe ich so gehört, dass der GT3 eben genau das kann. Absolut. Man kann es jeden Tag fahren, aber das Besondere ist ja dann doch, wenn man in die Garage geht und das Auto für die Tour, für die Rennstrecke, was auch immer nehmen. Es geht aber auch täglich, gerade jetzt bei dir, du hast die ganzen Käfig jetzt ausgelassen, haben ein bisschen mehr Platz im Kofferraum. Ja, ist ein Daily Driver, das ist genau der Sinn. Rennstrecke wird er nie sehen, never. Okay. Oh, der hat sich gerade auch verschlossen automatisch, wenn man es mal falsch macht oder für nicht. Ja, nicht anfasst, genau. Ja, ganz, ganz cool von dir. Dürfen wir das on-schicken in alle Kanäle, ist das erlaubt? Okay, vielen Dank. Wir verlinken dich auch. Ja, ein kleines Video. Ich hoffe, Oksana, das war jetzt nicht zu lang. Kleine Eindrücke. Der Marian fährt uns das Auto aber kurz raus, wenn er gleich mag, weil dann können wir das nochmal so im ganzen Licht zeigen. Und da wir noch eine Werksführung heute bekommen, ich weiß nicht, kann man das wieder zurückstellen dann, das Auto, oder kommt das eigentlich raus? Wir würden das Auto jetzt direkt vorne vor den Haupteingang stellen. Ah, okay. Musst du hier raus dann dafür? Wir würden hier rausfahren, genau, weil ich muss vorne das Tor wieder öffnen, wenn wir hier rausfahren, okay. Das Auto da hinstellen. Okay. Da steht er schön. Dann können wir das filmen, wunderbar. Okay. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr gern. Und dann führen wir gleich nochmal weiter. Dankeschön.